Unterdessen sorgt das Interview eines geflüchteten Kreml-Sicherheitsoffiziers für Wirbel. Der Mann gibt Einblicke rund um die Eigenheiten und Besonderheiten von Russlands Präsidenten Putin. Ob das alles so stimmt, wie gesagt, ist unklar. In Russland läuten dennoch die Alarmglocken, weiß unser Moskau-Korrespondent Christoph Wanner zu berichten. Russische Investigativjournalisten von dem Medium Center Dossier geben an, mit einem Überläufer gesprochen zu haben, ein Interview gemacht zu haben mit ihm. Dabei handelt es sich um einen 36-jährigen Mann, der für den FSO gearbeitet hat, wohl Federalne Slushba Ochrany. Ins Deutsche würde man das übersetzen wie föderaler Wachdienst. Dabei handelt es sich um die Männer und Frauen hier in Russland, die für die Sicherheit des russischen Präsidenten verantwortlich sind, also Leibwachen genauso wie die Kommunikation des Kreml-Chefs. So, und dieser 36-jährige Hauptmann, Gleb Karakulov heißt er, hat einige Interna in diesem Interview erzählt über das Leben des russischen Präsidenten, wie zum Beispiel, dass der Kreml-Chef angeblich kaum Handys benutzt, kein Internet, in einem Informationskokon leben würde. Er hat dann den Kreml-Chef auch als Kriegsverbrecher bezeichnet und gesagt, dass er für so eine Person nicht mehr arbeiten wolle. Und er ist dann, wie es in diesem Interview heißt, im Oktober 2022 geflohen, hat sich in den Westen wohl abgesetzt, via Kasachstan. So, und die Reaktion ist natürlich massiv hier, vor allem bei den kremlnahen Telegram-Kanälen auf dieses Interview des mutmaßlichen Überläufers. Da heißt das, dass das alles wieder nur das Werk der feindlichen westlichen Medien sei, dass das Ganze nichts anderes sei als eine infame Unterstellung, nur Allgemeinposten, die so schon öfters geäußert worden seien, keine wirklichen neuen Erkenntnisse, alles Desinformation und Lügen. Das zum Beispiel schreibt das kremlnahe Telegram-Portal Kremlowskaja Pratschka, was man übersetzen würde wie Kreml-Waschweib. Jetzt muss man vielleicht noch wissen, für wen diese Investigativjournalisten arbeiten. Sie arbeiten für Michail Khodorkovsky. Das ist der einst reichste Russe, der ehemalige Chef des russischen Ölriesen Yukos, der zerschlagen wurde von der russischen Staatsmacht. Khodorkovsky saß selbst hier in Russland zwischen 2003 und 2013 im Gefängnis, ist dann emigriert in den Westen, lebt heute wohl in London. Und Khodorkovsky ist sicherlich der Putin-Feind im Westen Nummer 1. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.